Moin Moin und herzlich willkommen bei Motorrad Christiansen. Wir sitzen mit unserer Firma aus Münster, wie die meisten von euch schon wissen. Ihr habt lange nichts gehört, wir hatten viel zu tun, deshalb hatten wir in den letzten 2, 3 Wochen keine Zeit, Videos zu drehen. Jetzt geht's aber wieder weiter. Bei uns beginnt jetzt der Sommerschlussverkauf. Jetzt gibt es jede Menge Rabatte auf Fahrzeuge. Wir gehen mal einmal kurz ein bisschen durch die Ausstellung. Ihr findet die Klamotten bei uns in eBay Kleinanzeigen. Ansonsten, wenn ihr Interesse an einem Fahrzeug habt, schreibt uns eine E-Mail. Wir verschicken natürlich deutschlandweit, ist überhaupt kein Problem. Meldet euch einfach. Alles klar. Wir haben bei den Preisschildern immer einen alten Preis und einen neuen Preis. Da musst du mal immer schön die Schilder groß zeigen. Und dann seht ihr hier Beta RR 2 Takt 50. Ist jetzt hier 239 Euro günstiger als vorher. Und wir gehen jetzt einmal durch. Und wie gesagt, habt ihr Interesse an einem Fahrzeug, meldet euch einfach. Zu den Fahrzeugen sage ich nicht so viel, nur dass ihr dann eben einmal seht, alter Preis, neuer Preis. Und wie gesagt, dann meldet euch einfach. Mesh ist eine ganze Ecke günstiger. Das ist eine Mesh 7050 in dieser Kupferfarben. Jetzt für unglaubliche 2150 Euro, also das ist echt mega Preis. Wenn ihr in Deutschland irgendeinen Händler findet, der die Fahrzeuge günstiger verkauft, können wir eventuell den gleichen Preis machen. Schickt uns den Link mit dem Angebot und dann sagen wir, ob wir den Preis mitmachen. Aktuell sind das aber die Preise, die auch erstmal nicht weiter verhandelbar sind. Sportlich, sportlich. Mesh 70 125 in Kult in der Gulf-Lackierung. Seht ihr auch für 2150 Euro. Dann haben wir noch eine Mesh Dirt Track 125 für jetzt 2490 Euro statt 3100 und. Es handelt sich auch nur um die Lagerfahrzeuge, die wir noch hier haben. Also wir bestellen zu dem Preis natürlich nichts nach. Ist ja ganz klar. Moto B, die DL 125, da haben wir noch mehrere von. Hier spart ihr 730 Euro bei einem Fahrzeug. Also die kriegt ihr jetzt für 3,5. Ne, haben wir auch in verschiedenen Farben da, in Schwarz, in dem Grau. So, von Moto B, Supersportler, haben wir noch 2 Stück. Gibt es auch für 3,5 statt für 4.300 Euro. Lieferkosten würden natürlich oben drauf kommen, aber ansonsten ist natürlich alles inklusive. Dann haben wir hier einen Sim Joymax 125. Guck mal, hier spart ihr 1.100 Euro bei dem Fahrzeug. Statt 4.676 jetzt nur noch 3.580. Wie gesagt, ihr müsst zuschlagen. Die Dinger gehen schnell weg. Wir haben die Preise gestern bei eBay Kleinanzeigen angepasst und die ersten Fahrzeuge sind schon verkauft. Müsst ihr euch beeilen. Ne, hier haben wir dann auch noch einen Jet 1425 für jetzt 2635 statt 3476. Dann müssen wir mal gucken. Hier sind nur ein paar gebrauchte. Wir haben die Caballero Flat Track 300 Euro günstiger. Aber auch nur in dem Silber, wie sie hier ist. In den anderen Farben ist das alles normaler Preis. Wir haben noch unseren Vorführer, ne? Den habe ich irgendwie günstiger gemacht. Ich weiß das gar nicht. Ihr könnt auf jeden Fall, ist wahrscheinlich noch nicht online, machen wir noch online. Wir haben noch eine Fantic Caballero Scrambler 125 und zwar genau diese hier. Muss ich gleich mal auf den Kilometerstand gucken. Ich meine, der hat auf jeden Fall noch keine 2000 Kilometer gelaufen. Ist aber noch ein Euro 4 Modell. Könnt ihr jetzt haben für 4,5. Meldet euch einfach. Hier, wir haben noch eine SWM 500. Hier spart er auch fast 750 Euro, wenn er jetzt zuschlagt. Dann der absolute Preisknaller, die Zontis 310. Das sind natürlich alles Neufahrzeuge, es sei denn, ich sag was dazu. Also noch keine Zulassung, kein Erstbesitzer. Ihr habt volle Garantie, alles was dazu gehört. Hier, die gibt es für 3510 Euro. Hier spart er 1700 Euro an dem Moped, wenn ihr jetzt zuschlagt. Aber da habt ihr eine 300er für 3,5, das ist echt mega kracher. So, Motron verkauft sich gut, das gibt es nicht zum Sonderkurs. Wir hatten vor ein paar Monaten einen Benelli Sonderposten aufgekauft. Davon sind nur die beiden Leoncinos übrig geblieben, auch beides Euro 4 Modelle. Aber jetzt kriegt ihr hier eine Leoncino nagelneu für 4200 Euro. Sind auch noch Euro 4 Modelle, aber das ist natürlich mega Knallerpreis. So, mal gucken. Das ist alles das aktuelle Benelli-Programm. Da kann ich leider nichts machen. Hier unten haben wir noch 2 Roller versteckt unter unserem Podest. Kannst ja von weiter weg filmen. Wir haben ein Online-Memory als Mofa. 25 km/h Version, jetzt für 1560 Euro. Und wir haben ein Online-Tapo. Ich meine, hier in der 45 km/h Variante für 1150 Euro. Auch Neufahrzeuge, fix und fertig aufgebaut, fahrbereit, wie sich das gehört.
Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen. Gibt noch ein paar Angebote mehr. Hier geht's auch weiter. Brixton Crossfire 125, jetzt für 2015 Euro. Dann haben wir noch zwei Cooks. Der Preis ist übrigens falsch. Der kostet auch 2350. Ne, wir haben einmal eine Mofa und einmal einen 45er. Und die sind beide für 2350 Euro. Hier, den Zettel machen wir mal weg, der ist falsch. Dann gibt es noch eine Super Soko TSX. Das ist quasi noch ein aktuelles Modell. Statt 4000 Euro nur 3050, spart ihr fast einen Tausender. Einen einzigen Super Soko CPX 125 haben wir noch. Da spart er hier 670 Euro. Also seht ihr schon, ihr spart überall jede Menge Geld. Wir müssen nämlich Platz machen, wir haben jede Menge Ware bestellt. Im nächsten Jahr bekommen wir noch Elektrofahrräder ins Programm. Hier unten ist Royal Enfield, da haben wir auch eine im Angebot, fällt mir gerade ein. Wir haben hier noch unseren Vorführer. Wir können mal eben gucken, was die gelaufen hat. 555,6 Kilometer hat die jetzt auf dem Tacho. Könnte haben für 6.000 Euro statt für 6.700. Bei Royal Enfield gibt es eigentlich nie Sonderangebote, weil wir davon mehr verkaufen könnten, als geliefert wird. Morgen. Hallo. Dann haben wir ein Access Mini Quad. Das Ding ist ohne Straßenzulassung, kostet normal 1.400 Euro. Könnt ihr jetzt für 1.050 haben für eure Kinder irgendwo auf dem Acker. Mega geil. Shade Extreme 300. Wie gesagt, alles Neufahrzeuge hier ohne Zulassung. Sparta 400, 500, 530 Euro ungefähr an dem Fahrzeug. Da haben wir auch noch andere Farben da. Ne, hier haben wir das Ganze auch noch mal in Grün als Supermoto beide. Dann kämpfen wir uns mal hier weiter durch. Hier haben wir 480, haben wir auch in beiden Varianten, Supermoto und Enduro. Das ist jetzt Supermoto. Guck mal, hier spart er fast 1000 Euro dran. Hier habt ihr 900 Euro dran bei dem Schwarzen. Da haben wir übrigens zwei von, wie ihr gerade seht. Hier ist noch ein 480er Supermoto, nochmal in einer anderen Farbe. Also das haben wir in Schwarz und in Grün. Shade Extreme, die gibt es noch nicht im Sonderangebot. Vielleicht irgendwann in den nächsten Monaten mal, müssen wir mal warten, aber die verkaufen sich eigentlich auch sehr gut, deshalb machen wir da noch nichts. Hier könnt ihr einen Megaschnapper machen, CF Moto Z-Force 1000 Sport, kostet normalerweise 17.000, jetzt für unter 15, also ihr spart hier über 2.000 Euro bei dem Fahrzeug, auch nagelneu ohne Zulassung. Wenn noch jemand ein richtiges Arbeitsgerät braucht, das Linhai LM 1100, guck mal, hier spart ihr auch über 2.000 Euro, jetzt nur noch 14.000 und ein bisschen. Aber das habe ich bei dem Testvideo, glaube ich, auch schon angekündigt, dass es das mal günstig geben wird. Das ist auch das, was wir in dem Video gefahren sind. Ja, mal gucken. Ich glaube, das war's mit den Sonderangeboten. Hier seht ihr jede Menge Roller hier drin. Wir sind jetzt auch Kymco-Vertragshändler. Das heißt, ihr bekommt demnächst jede Menge Kymcos vorgestellt, die ihr dann auch bei uns kaufen könnt. Wir liefern natürlich deutschlandweit die Fahrzeuge, könnt wie gewohnt alles Probe fahren. Und Anfang nächsten Jahres kommen Elektrofahrräder mit ins Programm. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das wird sehr, sehr geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Bye, bye.